Moin Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Star Citizen. Das ist Folge 7. Ich habe letztens gesagt, das wäre Folge 10. Nein, das ist erst Folge 7, denn in der Playlist gibt es ja schon einige Folgen, wo wir schon auf den unterschiedlichsten Planeten waren und Monden und zugleich auch die unterschiedlichsten Raumschiffe ausprobiert haben. Unter anderem ein Raumschiff, welches satte $950 kostet. Ja, das findet ihr in der Playlist, das Video. Sehr, sehr verrückt. So ein Luxusschiff, die 890. Und heute gucken wir uns, nachdem wir letztens zwei Missionen gemacht haben, die Drake Cutlass Black an. Und ich glaube, das ist einer der beliebtesten Raumschiffe in Star Citizen. Bevor wir aber loslegen, wollte ich nochmal Danke sagen für die ganzen Kommentare bezüglich des Waffenbugs im letzten Video. Und Dankeschön auch an alle, die immer ein Däumchen auf dieses Video hochlassen und gerne Star Citizen Videos gucken. Ich muss aber ganz kurz sagen, ich bin auch der übelste Noob, ja. Ich habe eure Kommentare gelesen, es sind so viele Leute dabei, die natürlich übelst die Ahnung haben, aber da bin ich ganz weit weg von, ne, weil ich bin jemand, der, ich entdecke das Spiel gerade für mich nach und nach und möchte euch einfach an dieser Reise teilhaben. Das ist praktisch wie so ein Tagebuch, ja, ein Space Vlog, ha, egal. Auf jeden Fall seht ihr hier das Raumschiff Drake Cutlass Black. Und viele haben gesagt, nimm das Raumschiff, wenn du als Kopfgeldjäger unterwegs bist, denn dieses Raumschiff ist eigentlich dafür echt gut gemacht. Es gibt ja auch noch kleinere Schiffe, ne, die sehr wendig sind und so weiter, da kann ich euch vielleicht später auch nochmal was zeigen. Aber die Drake Cutlass Black ist ziemlich cool, für mich auch echt ein Highlight, das Schiff. Hat unter anderem die Möglichkeit, dass wir hier, ihr seht ja hier die, wie nennt man das eigentlich, Düsentriebwerk, dass man die tatsächlich umklappen kann. Man kann damit hovern, aber auch Vollspeed nach geradeaus, ja. Und wir sind übrigens auf einer Space Station, wie man hier gerade sieht, ne? Also sehr, sehr cool. Und hier gibt es, ich zeige euch das mal. Hier kann man rumfliegen, Leute. Pass mal auf. Das muss man natürlich zeigen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Bug und ich falle in den Planeten rein oder so, in den Mond. Hier, guck mal. Ist halt übertrieben nice, ne? So. Feier ich. Geil. Aber ihr solltet nicht zu hoch fliegen, sonst brecht ihr euch die Beine oder so, wenn ihr aufknallt. So. Dann mal rein in die Bude, denn wir müssen jemanden abholen. Ich zeige euch gleich, wen. So, ich öffne mal hinten hier den Koffer, zeige euch das Raumschiff mal. Ich habe leider gerade nicht den Preis des Raumschiffs im Kopf, was das kostet, wenn man sich das kaufen möchte. Aber das Coole ist, ihr habt einen ziemlich großen Frachtraum hier und ihr könnt in dem Raumschiff auch zum Beispiel einen Buggy lagern, ja? So, das machen wir es mal wieder zu. Close door. So, und hier kann man sich hinsetzen, wie man sieht, ne? Kann man ausklappen und sich dann hinsetzen. Ganz easy, kann man ja mal ganz kurz alles zeigen, die Funktion. Dann habt ihr hier die Möglichkeit zu öffnen, ja? Halt, wie gesagt, ideal, um mit einem Buggy da ranzufahren. Eigentlich könnten wir einen Buggy mal ausparken. Vielleicht machen wir das mal in diesem Video. Da kann ich euch zeigen, wie das geht. Dann haben wir hier vorne unsere Brücke, unser Cockpit. Ja, zwei Leute können dort sitzen. Wir haben hier zwei Betten. Ne, seht ihr ja. Und hier könnt ihr Waffen verstauen. Ja, das ist so ungefähr das Programm, was hier gefahren wird. Ich setze mich mal hin. Und dann fliegen wir mal zu einem Mond, wo wir noch nicht waren, Leute. Und gucke mal, was es da so Schönes gibt. So, machen wir das Ding mal. Ach, ich habe jetzt auch wieder Z gedrückt. Ich drücke immer wieder mal Z! So, eine Frage an die Community. Könnt ihr mir zum Beispiel einen Joystick empfehlen, den man für Star Citizen ganz cool nutzen kann, um damit coole Flugmanöver zu machen? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und, joa. Geil. Jetzt pass auf, Leute. Wir machen jetzt mal den Start. Seht ihr? So, wir hoffen jetzt hoch. Dann drücken wir die Taste J. Zack. Fahrwerk rein. Und los geht's. Abfahrt. So, unser Ziel heute ist der Mond Magda. Da waren wir noch gar nicht. Da wohnt die Magdalena. So. Wir fliegen einfach mal nach Magda. Ich setze mir mal die Route. Ja, warte mal. Clear Route, Set Route. Ihr kennt das ja manchmal. Backt das ein bisschen rum. Hier müsste irgendwo... Ist hier kein... Da. Und zwar fliege ich hier hin. So, ist das jetzt gemarkert? Hat das gemarkert? Nein. Manchmal, also, ne, Star Citizen ist manchmal so eine kleine Zicke. So, this moon was named after Hurston Dynamics CEO Magda Hurston. Okay, interessant. Hier, hier ist ein Punkt. HDMS Hahn. So, ich habe mir das mal als Waypoint gesetzt. Und das ist da drüben. So, wie weit müssen wir denn? Ach, das geht relativ klar, das ist direkt um die Ecke. Und dort treffen wir jemanden, und zwar Aliens und Muggles. Muggles, lande mal bei dem Punkt bei Magda. Da gibt es einen Spot, wo du landen kannst. Muss mal gucken, ein bisschen angucken. Da gibt es einen Spot auf der Karte. Der heißt, warte. Habe ich ja gerade vorgelesen. Hier. HDMS Hahn. Der ist auf der Rückseite. Muss mal gucken.
Okay. Ja, ja. Das Gute ist, ich sehe jetzt auch den Marker. Siehst du meinen Marker wieder? Ja. Ja, übertrieben nice, sehr geil. So, dann machen wir noch den Sprung da runter und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir Glück und können da... Oh, die Sonne geht gerade, also wir drehen uns gerade auch in Zelle. Vielleicht können wir da ein Buggy ausparken, das wäre ganz cool. Das machen wir mal eben. Und Leute, ich würde mich wieder über ein Däumchen freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen YouTube-Kanal mit einem Thumbs Up unterstützt und gerne auch ein kostenloses Follow da lasst. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, checkt gerne den Zweitkanal Heideltraut ab. Da gibt es das ganze VOD, wo wir mit Gronkh und Pandoria und Muggles Star Citizen gespielt haben. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Da haben wir, ich glaube, 6-7 Stunden gefühlt Star Citizen gespielt. Alter, ich werde gleich bewusstlos. Okay, ich sollte mal unbedingt... Oh Gott, ich bin fast bewusstlos, Leute. Ruhig, 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 Junge, ruhig. Komm, wieder zu deinen Sinnen. Heller von Sinn gefällt das. So, jetzt aber. Okay, wo ist denn der Spot? Warte mal, der müsste irgendwo hier unten sein. War doch irgendwo hier. Ist das nicht hier irgendwo gewesen? Warte mal. Muss das mal eben suchen. Ganz kurz gucken. Was habe ich gesagt für einen Punkt? Irgendwas mit Han. Han Solo? Han Solo. Ich lande mal eben auf dem Mond hier. Gott, ich muss. Ich fall wieder. Scheiße. Ne, jetzt geht's. Hab's unter Kontrolle. So, warte mal. Jo, und ich werde angegriffen. Geil. Wie weit bist du weg von mir? Keine Ahnung. 50.000 Kilometer oder so. Okay. Sagen, dass es keine Millionen sind. Nee, wobei, waren wir. Ne, hier waren wir nicht, oder? Als wir waren auf dem Mond Ita, wo wir die Mission gemacht haben, ne? So. Das kann sein. Ich geh mal runter. Ups. Entschuldigung. So, jetzt. Mal schön landen hier, dann gucken wir uns das hier mal an. Und dann teste ich hier nochmal ganz kurz meine Waffe, weil das war ja ein Bug und die hat mir ganz viele Workarounds in die Kommentare geschrieben. Da bin ich sehr dankbar für. Die gebe ich jetzt direkt mal weiter, dann versteht ihr. Vielleicht könnt ihr ja selber testen. Ich meine, hier waren wir auch, als wir die Mission gemacht haben. Schön langsam runter. Der Typ nimmt mich ziemlich hops, ein krasses Schiff. Ich... Greift dich ein NPC an oder ein Spieler? NPC, meine Systeme sind gejammt. Ei, ei, ei. Scheiße, ist hier dein Marker, glaube ich nicht. Warte mal, sonst komme ich dir zur Hilfe. Hast du das da hinten? Der schießt wie so eine Shotgun. Scheiße, wo bist denn du? Warte mal, ich such mal deinen Marker. Kann ich dir helfen? Alter, wie das hier aussieht. Holy fuck. Guck mal, Leute. Sieht schon nice aus, ne? Wie feuer ich nochmal diese Missiles ab? Sieht schon nice aus. Ich guck mal, ob ich dir helfen kann, Muggles. Scheiße. Leute, wir haben Missionsänderung. Muggles steht unter Beschuss. Im höchsten System. Wir müssen dahin. Ich komm. Können wir auch mal die Feuerkraft der Cutlass Black zeigen. Ich muss sie ganz kurz irgendwie suchen. Ah, ich hab den Marker, okay. Muss mal ganz kurz hier raus. Ja, ich glaube, mein Schiff hält nicht mehr ganz so lange. Ich hole dich, ich hole dich, Junge. Du musst überleben. Ich kann nicht wegspringen, weil der jammt immer meine... Meinst du, musst überleben? Ich komm, warte. Ich guck, wo du bist. Ich mache hier unnormal die Manöver, Alter. Und tot. Alter. Bist du tot? Nein! Oh Junge, warum ist der NPC so OP? Oh. Und das? Hatte der so ein blaues Icon? Nee, ein rotes. Okay, rot. Schiff war blau. Mir ist gerade so ein Schiff entgegengekommen, was blau war. Also ein blaues Icon hatte. Okay, scheiße. Du bist jetzt auf, wieder in der Raumstation, ne? Ja, und ich habe kein Schiff mehr. Muss 15 Minuten warten jetzt. Oder Geld bezahlen. Mach okay, warte, dann hole ich dich. Komm, ich komme zu dir. Ne? Ich bin schnell da. Dann können wir ja von okay. Da aus die Mission machen. Okay. Aber ich sehe deinen Marker wieder nicht. Bist du wieder bei Arkop in der Space ja, ja. Station? Ich werde hier noch ganz verrückt. Ich will hier raus. Warum? Ja, immer wenn ich sterbe, spawn ich hier. Ja, warte mal, aber bei Arkop ist doch gar keine... Ach, da. Okay, Leute, wir müssen Muggles abholen. Bei Genie Point. Ja, ich hab. Warte, ich muss den Marker suchen wieder. In dem Video geht's ja auch eigentlich nur um das Raumschiff hier. Guck mal, die Feuerkraft, Leute, seht ihr das? Alter, das ist schon ganz was anderes, ne?
Ich sehe, warte mal, wo habe ich mir den Punkt denn jetzt gesetzt? Warte mal. Hat er eine Waypoint übernommen? Nein. Set Route. Das heißt, das mag mich heute nicht. Warte mal, kann ich den A-Korb? Hä? Warum kann ich den Punkt nicht anspringen? Warte mal. What the fuck? Jetzt alle. So, mal geht's. Ich bin auf dem Weg. Okay. Geht schnell. Das geht schneller mal. Da holen wir dich ab. Planänderung, Leute. So. Kann ich euch nochmal das Schiff in Ruhe zeigen, wenn wir jetzt einen Sprung machen? Ich muss erst nach A-Korb und von A-Korb dann zu dir. Geht aber relativ schnell. Ja, das geht schnell. So, guck mal Leute, so sieht das Ding an, wenn aus, wenn das in Betrieb ist. Und wir haben hier unter anderem auch das die Möglichkeit, an ein Geschütz zu gehen, ne? Aber ich weiß gar nicht, das Schiff nur eins, glaube ich, oder? Ich sehe sonst... Ne, das Raumschiff hat nur ein Geschütz. Aber ich glaube, die ist schon relativ stark, ne? Aber ich teste das mal. Dann muss mal getestet werden, der Koffer hier. So. Aber ich glaube, das ist ein sehr beliebtes Raumschiff in Star Citizen, ne? Mhm. Könnt ihr mal gerne mal in die Comments schreiben, was ihr von dem Raumschiff haltet. Also ich finde es cool, es ist nicht zu groß, nicht zu klein, du kannst hier ein paar Leute mitnehmen. Ist doch optimal. Das Ding hat Feuerkraft. Cool. Was ich aber noch nicht so verstanden habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Mole Mining betreiben will, ist das dann so, dass ich dann einfach alles abbauen kann oder gibt es spezielle Asteroiden, die ich abbauen kann oder so? Könnt ihr mir das auch mal gerne in die Kommentare schreiben? Vielleicht gibt es ja irgendwo eine kleine Anleitung, wo ich mir das angucken könnte, weil ich würde das gerne mal machen. Ja, ich weiß, ich brauche da eine Besatzung, aber es gibt auch, glaube ich, ein Mining-Schiff, was nur mit einer Person betrieben werden kann. Lasst es mich mal gerne in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Das wäre sehr lieb. Dumm in der Landerlaubnis und sag dir, welches Pad. Nice. Wahrscheinlich Pad 1 sowieso. Welches Pad? Ich habe doch nur ein Haus, zwei Haustiere. Oh, und jetzt sehe ich deine Marke. Siehst du? Ja. Okay, dann warte. Ich muss mal steigen eben. Weil ich kann auch da so hinfliegen. Ich will gar nicht in die Space Station fliegen, das wäre dann ein bisschen doof. Das wäre doof, du. Ja, warte mal, das ist ein... Stopp, das ist ein Hangar. Stopp, warte mal. Stopp, 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 stopp. Das ist ein Hangar, die Schweine, oder? Ach, ich muss da unter ich. Ach, ich bin auf dem Kopf! Jetzt habe ich's. Ja, bist du das, der da rumfliegt? Ja. Geil. So, landen. Das ist geil, ja. Habe ich kein Fahrwerk drauf? Hey, warum kann ich nicht aufsetzen? Aber ich habe meinen rechten Fuß gebrochen jetzt. Warte mal. Okay, jetzt. Ja, komm rein, Junge. Geil. Leute, wir haben Muggles abgeholt mit unserem Cutlass Black. Das ist... Ja gut, wie soll ich da reinkommen? Hinten? Ach so, hinten. Meiner Meinung nach eine der coolsten Raumschiffe in Star Citizen. Weil es ist einfach ein Allrounder. Du hast halt wirklich alles hier. Ja, guck mal. Das ist schon cool. Also ich würde sagen, macht mir am meisten Spaß, das Ding zu fliegen. Weil es... Ihr habt es ja gesehen, wie zügig das Teil ist. Ja, und schreibt immer eure Meinung zu dem Raumschiff in die Comments. Im nächsten Video werden wir dann versuchen, mal unsere Sniper-Rifle auszuprobieren. Vielleicht bei irgendeiner Mission mal sehen, was uns erwartet. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video von Star Citizen. Lasst ein Däumchen da. Peace.